Mit Stürmer Marc Sand von Beginn an. Vor 2760 Zuschauern agierte der Österreicher lange unglücklich, stand dann aber in der 55. Minute genau richtig, Eckball Dresden und die Führung für den Drittligisten durch Sand. Plauen über weite Strecken gleichwertig, hielt nach der Führung der Dresdner gegen und glich aus. Kai Zimmermann braucht nach 66 Minuten nur noch einzuschieben. Nur 6 Minuten später, wieder Freistoß Plauen, Zeige und Koch im Luftduell und vom Dresdner springt der Ball ins Netz. Führung für den VfC. Doch Dynamo kam zurück. Herrlicher Pass von Hübener auf Koch und er erzielt 8 Minuten vor dem regulären Ende seinen zweiten Treffer, diesmal ins richtige Tor. 2:2, Verlängerung. Dresden jetzt mit mehr Chancen das Spiel zu entscheiden. Sascha Pfeffer erlöste Dynamo dann in der 112. Minute. 3:2 der Endstand. Dresden mit Mühe eine Runde weiter.